Die Mittellandhalle 1 am Wochenende zum vierten Male Fußballturnier der Jugendfeuerwehren. Gekommen sind 9 Mannschaften aus den Orten des Umlandes. Eine Mannschaft hat kurzfristig zurückgezogen. Die haben die vorgeschriebene Teilnehmerzahl nicht erreichen können. Während sich die Mannschaften schon mal vorbereiten, ist auch ein Vertreter des Landkreises gekommen. Ich finde es wirklich sehr schön, dass das mittlerweile zur Tradition geworden ist, hier im Barleben dieses Hallenfußballturnier einmal im Jahr durchzuführen. Und wir waren dieses Jahr auch mal in der Lage, von unserem engen Haushalt noch etwas Geld abzuzwacken und wenigstens das Essen zu sponsieren heute für diese Veranstaltung. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute auch wieder hier sein darf als Gast und ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Beobachtet man die Erwärmung, fällt auf, dass hier Jungen und Mädchen gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Das ist für Fußball eher ungewöhnlich. Ja, ist zwar unüblich, aber ich finde es halt gut, die Mischung zwischen Jungs und Mädchen, weil da kann man auch die Vergleiche ziehen, dass Mädchen auch genauso gut sein können wie Jungs natürlich. Und eigentlich passt das mit uns, weil wir uns auch natürlich untereinander absprechen und verstehen. Doch jetzt geht es schon fast los. Mit einer Schweigeminute gedenken alle Anwesenden an einen kürzlich verstorbenen Kameraden, der sich aktiv für die Jugendarbeit bei den Feuerwehren eingesetzt hatte. Dann noch eine Ehrung für einen überraschten Aktiven und dann endlich der Anpfiff. Gespielt wird, damit es nicht so lange dauert, auf 2 getrennten Kleinfeldern. Es gelten die speziellen Regeln für Hallenfußball. Ist der Ball im Aus, wird eingerollt, der Abstoß des Torwartes darf nicht über die Mittellinie gehen und die Wand darf als Bande mit benutzt werden. Gespielt wird in 2 Gruppen und am Ende stehen die Sieger fest. Gewonnen hat die Mannschaft aus Irxleben-Ackendorf, Vorübisfelde und der Jugendfeuerwehr Meizendorf.